Pokéfreunde, Obito wäre hier und heute gehen wir in die Meisterliga Premier XXL mit Staalobor, Sumpex und Garados. Also Staalobor Doppelwasser, kann man sagen. Aber ich spiele Garados Tatsache mit Feuerodem. Weil ich mag Garados mit Feuerodem irgendwie lieber. Da komme ich auch besser mit gegen Dragoran zur Not an, weil ich kann Steinhagel gegen Dragoran droppen, auf Garados rübergehen. Und gewinnen dann das Matchup. So, Eidurk. So, Staalobor gegen Staalobor, okay. Schwierig. Er ist unter meines. Okay, er setzt ein. Also ich kann zwei Schilde ziehen im Prinzip. Weil ich gewinne eigentlich den Ladeattacken gleich dann. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Wir rotzen hier auch zwei Steinhagel rein. So, jetzt wird es ein Schild geben. Wir machen nur eine Sofortattacke und rüber da. Ich werde hier nichts schilden. Wir kriegen jetzt zwei Drachenklauen ab. Das ist aber nicht schlimm. Und wenn Staalobor wieder reinkommt, dann ist Achterbahn perfekt. Perfekt. Wir gehen auf blinden Nassschweif, würde ich behaupten, oder? Der Gegner muss ja einsetzen. Das ist gut, wir haben Schild. Ich hätte auf Knirscher gehen sollen, ne? Einfach auf Knirscher gehen. Ja. Ja, das können wir noch verlieren. Ja, er kriegt noch eine Attacke zwischen, das ist das Problem. Nee, ich will das noch nicht schilden. Ist nur ein Nassschweif. Komm her, Morty. Hopp. Ich hätte den Knirscher einfach einen Blinden machen sollen. Komm her, hopp. Oh, und ich komme nicht zur Attacke. Ja, verloren. Verloren. Weil er hat doch drüben eh jetzt eine Attacke, oder? Oder liege ich da jetzt falsch? Doch, er hat drüben eine Attacke. Okay, er hat sowieso noch einen Nassschweif. Okay. Ja, das habe ich jetzt verspielt, weil, ja. Ich hätte einen Knirscher machen müssen. Dann hätte ich das gewonnen. Mit einem Knirscher hätte ich das hier definitiv gewonnen. Nein, ich gehe blind auf Nassschweif. Ja, solche Kämpfe ärgern mich, weil das hätte man definitiv gewinnen können. Ich wäre doch mit Staalobor bestimmt auch nochmal zum Steinhagel gegen Garados gekommen. Naja, egal. Okay, das ist auch unsere Führung diesmal. Okay, das ist ein Feuerodem Garados. Wir machen den Steinhagel. 1 und 2 rüber. Perfekt. So, ab jetzt sieht's gut aus. Ja, schäl ich nicht.
kann mir das holen, wenn ich jetzt die Senkung kriege. Also beim Gegner die Senkung kriege. Ja, ich glaube, er kommt eher zum Nassschweif, ne? Ach, ärgerlich. Ich gehe hier rein, ich will nicht schilden. Nee, ich habe keinen Bock zu schilden, Leute. Und auch Metagross kann hier nicht reinkommen. Was kommt rein? Ja, wir gehen rüber. Werden hier alles schilden. Er fängt perfekt ab. Das gibt's doch nicht. Er fängt einfach perfekt ab. Aber dann sei es drum. Oh nein. Oh, er hat es nicht geschafft. Perfekt. Ja, ich muss hier an die Schilde kommen. Sumpex ist noch bei guter Laune. Ich schilde. So, jetzt kommt der Steinhagel. Der macht über 50%. Oh, perfekt, wir haben abgefangen. So, Aquahupitze Krypto müsste eigentlich echt gut Schaden machen. Ja. Hätte ich auch auf Erdbeben eigentlich gehen können. Hätte wahrscheinlich mehr Schaden gemacht. Aber wir haben gewonnen. So. Übrigens habe ich dank euch richtig gut Abos dazu bekommen. 3 Stück insgesamt. Ne, 4 Stück insgesamt. Wir sind bei 676. Also 24 Abos noch zu den 700 Abos. Wäre so geil, wenn wir das diesen Monat noch schaffen würden. Glaube ich zwar nicht diesen Monat dran, aber nächsten Monat auf jeden Fall. Und das nur dank euch. Und wir versuchen natürlich jetzt Legend zu erreichen, die Tage. Ist halt nicht so einfach. Okay, gegen Legend-Spieler kämpfen wir auch gleich. Okay, Metagross-Führung feiere ich. Das mag ich. Ich habe eh keine Fee dabei. Okay, hat der dasselbe Team wie der Gegner von vorhin? Mal gucken. Oh, danke. Und rüber. Nein, ich bin rübergegangen. Och, come on. Ja, jetzt muss ich Schild ziehen erstmal. Jetzt muss ich auch erstmal ein Schild bei ihm ziehen. Metagross hat gegen das ganze Team keinen Bock. Noch. Och. Er kommt immer fast gleichzeitig zur Attacke. Macht echt keinen Spaß hier. Ich brauche Stalobo aber noch. Stalobo ist noch wichtig. So, 1 und... Ich bin so doof, ne? Ich bin so doof. Ich verpasse immer den Moment zum Abfangen. Ja, egal, jetzt gehe ich in Garados. Jetzt. Ja. Ja, ärgerlich, dass ich so eine Attacke hier fresse, aber Garados ist jetzt wichtiger geworden denn je. Stalobor holen wir jetzt völlig weg.
Und Metagross hat gar keinen Bock mehr gegen dieses Team, ne? Ja, du könntest. Ja. Aber du gibst mir ja drüben jetzt Farm. Für Knirscherattacken, was gut ist. Okay, das gewann trotz Dusseligkeit, sag ich mal. So, gut Time. Du hast ja noch nicht so viel Energie. Knirscher kommt. Ja, wir gehen auf jeden Fall auf zweimal Knirscher. Oder kriegst du noch zwei Sternhiebe hin? Ich hoffe nicht. Nee, bist weg. Perfekt. Okay, das haben wir auch noch gewonnen, aber nicht souverän. Gebe ich echt zu, das habe ich echt schlecht gespielt. Ich wollte eigentlich Nassschweif die ganze Zeit auf meinen Gyarados abfangen. Aber im Endeffekt ist das sogar so besser gelaufen als im Nachhinein, weil ja, gegen seinen Staloborst stand ich dann halt viel besser da, weil ich meinen Simpex dagegen einsetzen konnte. Er konnte auch nicht da in Metagross gehen. Im Endeffekt war es jetzt besser. Aber ja, Fehler macht man. Ist halt so. Wir gegen Drew Body kämpfen wir jetzt. Gegen Drew Body. Ah, Leute, kennt ihr das, Mamutte als Gegner zu hassen? Okay. Das geht allerdings. Bounty gut. Schluss. Weil er muss ja nochmal auf den Mutterfall gehen. Das heißt, das sieht sehr, sehr gut eigentlich an sich aus. Ja, wir müssen jetzt einmal schilden, ist klar. Um den Lead zu kriegen. Okay, er geht nur auf Erdkräfte. So, jetzt kommt mal. Oh ne, dein eigenes Garados. Ah, schlau von dir. Richtig schlau von dir. Wir gehen auf Knirscher. Ja, wir gehen hier rein. Jetzt gehe ich rüber. Ist okay, sollten wir überleben. Ja. Und hier kriegen wir einen Schlagbohr rein. Oh, schade, er setzt nicht gleichzeitig ein. Ja. Und er kann uns runterfahren, leider. Gewinnt Supex eigentlich Landattack-Gleichstand? Okay, never mind. Ja, den Kampf verlieren wir. Ach. Ja, natürlich hatte der Gegner einen Gyarados hin, ne? Und er wird eine Lawine noch hinkriegen, weil er das jetzt schilden wird. Ah. Ärgerlich, dass er runterfahren konnte. Ja. Mamutl ist sehr stark. Habe ich natürlich auch als 50er. Mamutl ist natürlich übertrieben stark. Ja, Mamutl könnte ich mir vielleicht hinten vorstellen. Ja. Hoffentlich wird das Set wenigstens positiv. 4-1 hätte ich mir gerne gewünscht. Aber es ist halt nicht so leicht. Erstmal mit dem Team hier reinkommen. Naja, völlig wechsle ich Stalobor auch gegen Mamutl aus. Packe Sumpex in die Führung. Mal gucken. Wobei gerade Stalobor in der Führung echt gut ist.
Ja. Ja, ich krieg leider Kaskaden ab. Aber ich krieg ein Schild, was wichtig ist. Ja, das ist kein Wutanfall. Das ist ein Knöcher, genau. Und den nächsten werde ich auch durchlassen, ne? Mein Staloboar ist schon safe. Mein Staloboar ist hinterm Schild, was wichtig ist. Okay, ich unterschätze gerade seinen Garados-Knirscher. Ja. Ja, ich muss hier Nassschweif einsetzen. Weil sonst kriege ich die Führung nicht. Entweder kriege ich jetzt zwei Schilde oder. Ja. Wir haben es gerade so geschafft und Florges kriegt kaum Farm. Was echt wichtig ist. Oh, Macho Mai. Das schilden wir natürlich hier. Das Macho zu dem Mai Mai Mai. Ich werde auch direkt auf Erdbeben gehen. Schild lasse ich. Ich gehe hier auf Aquahaubitze. Du gewinnst den Gleichstand. Ja, ich muss drauf gehen lassen. Bitte mach nicht so viel Schaden. Er hat ernsthaft die Mondgewalt. Er hat ernsthaft schon die Mondgewalt. Oder er setzt sie auch gleich ein, ohne zu ködern. Ja, Florges ist unterschätzt. Florges ist eindeutig gerade unterschätzt. Ah. Natürlich ein Macho Mai noch hinten. Ja, ich hätte auf jeden Fall dann schilden müssen. Krass. Krass, dass er so schnell eine Mundgewalt noch hat. Warum haben wir eigentlich so viele XL-Florges? So, gegen Poké-Hero kämpfen wir jetzt. Oh, bitte nicht Kaskade. Bitte sei Feuerodem. Danke. So, Steinhagel kommt. Perfekt. Und einen machen wir jetzt. Und rüber. Schade. Aber können wir schon mal das mal durch. Die wollen ja das Gar, dass das Gegner schon nur angeschwächt haben. Ja, er kriegt eine Senkung. So, hier kommt der Knirscher. Oh, perfekt. Perfekt, lassen wir durch. So, wir gehen hier rein. Setzen jetzt natürlich Steinhagel ein. Und gucken, was er drüben dann hat. Nein, er schildert seinen Dragoran. Was soll er machen? Was soll er machen? Perfekt. So, macht damit Feuerodem weniger Schaden.
Okay, er liebt seinen Dragoran. Ich schilde nochmal. Und hole mir nochmal extra Energie. Und setze er jetzt ein. Ich schätze mal, er hat ein eigenes Stadobor hinten. Oder? Wenn ja, gehe ich sofort in Sumpex. Und was kommt rein? Stadobor, Stadobor? Ja, Metagross ist noch besser. Weil Erdbeben killt mich hier auch nicht. Ich muss nur auf mein eigenes Erdbeben kommen. Und dann hat sich es auch. Okay, hier haben wir den ersten Sieg zu verzeichnen. Perfekt. So, jetzt nur noch Gegner finden. Und Punkte nach oben. Hoffe ich. Wäre echt nice, wenn wir Punkte nach oben schaffen. Gegner möchte gerade nicht. Jetzt, jetzt, jetzt. Bitte, bitte gute Führungen. Ja, Dragoran ist semi-geil. Aber Dragoran ist meistens auch der beste Gyarados-Konter. Ja. Eins und zwei rüber. Schade. Also selbst wenn ich jetzt hier zwei Drachenklauen kassiere, ist das nicht schlimm. Jo. Problem ist mein Gyarados ist fast weg, ne? Das ist wiederum sehr gut. Ich ja gleich einfach in Sumpex gehen kann. Und er schildert nicht. Ja, lass mal drauf gehen. Gehen in meinen Sumpex. Lassen hier die Aquahobitze durch. Den Schlagbohrer. Aquahobitze. Setze jetzt selbst ein, weil ich Angst habe, dass er zur Attacke kommt. So, wenn jetzt Kaskaden-Gyarados hinten ist, ist schwierig. Wir wechseln aber gleich. Metagross wäre hinten schön. Perfekt. Ja, Schild kommt. Nächster Schild. Maybe? Ja. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch echt nicht hier. Dass er echt hier abfängt. Wobei, ist das so schlecht? Nein, eigentlich nicht. Weil er kann's eh nicht gewinnen. Das müsste jetzt auch reichen schon. Hast du zwar nice abgefangen auf deinen Dragoran, aber das hat dir im Endeffekt nur was gebracht. Weil dein Dragoran war schon so low. Perfekt. So sollen die Kämpfe auch eigentlich sein. So gefallen mir die Kämpfe.
Also, wir gucken mal. Kampf beginnt. El Ego Guragudo. Wieder Drauran, das ist spitze. Okay, ich glaube, er hatte Startschwierigkeiten. Wichtig ist immer hier einen Steinhagel auf Dragoran zu bekommen. Ja. Eins und zwei rüber. Schade, nicht abgefangen. Aber wir machen das gleiche wie eben. Weil zwei Drachenklauen und tanken wir hier. Ja. Ja, Ursulona ist kein Problem. Ursulona ist kein Problem. Oh, wäre nice, wenn ich jetzt nochmal zum Nassschweif komme. Ursulona ist kein Problem. Joa. Wir warten auf die Wechseluhr. Und rüber. Hier kannst du ruhig mit Pferdestärke kommen. Das ist mir Jacke wie Hose. Weil ich fahre bequem runter. So, kommt Dragoran hier rein? So, Aquahau bitte safen. Okay, Gegner hat Probleme. Scheinbar. Oder will mich gewinnen lassen? Maybe. Wir haben eine Aquahau bitte drüben. Ja. Und ich habe das so schlecht getimt. Ach, ich hasse Kaskaden-Garados. Ja, er muss nur schön. Ja, kein Wunder, dass er mit Dragoran gewartet hat, ne? Ja, keine Chance. Ja. Keine Chance, wenn hinten noch ein Kaskaden-Garados ist. Schade. Ja, aber Niederlagen muss man halt verkraften. Ist halt so. Ja. Hätte ich eh nicht mehr gewinnen können, weil mein Sumpex auch zu low war. Ja, Kaskade drückt auch viel zu sehr gegen Stalobor, finde ich. Ja, Stalobor ist halt sehr, sehr stark, ne? So, mal gucken, was jetzt kommt. Brontstolex. Wieder ein Dragoran. Ich würde einfach mal gerne einen Kraftkoloss abfangen. Wäre das im Bereich des Möglichen? So, eins und zwei und rüber. Wieder nicht. Ich werde hier nicht chillen. Ja, weil es ist eh nur Drachenklaue. Oh, perfekt. Perfekt. Nassschweif kommt, jo.
Die Frage ist, ob das jetzt reicht, runterzufahren. Wir müssen gucken. Ja, müsste, ob oh, bitte. Nein, oh come on. Ich hasse es. Warum? Ja, ich gehe hier. Okay, ich bin auf Aquahobe zugegangen, warum auch immer. Ich gehe jetzt rüber. Was ist denn Drachenklaue? Du bist niemals auf Kraftkoloss gegangen. Nee. Ey, come on. Das gibt's doch nicht. Oh, als ob. Als ob er rüber auf Spring- und Kraftkoloss geht. Ah. Ja, das ist verloren. Das gibt's doch nicht. Hätte ich das gewusst, hätte ich geschildert. Ja, super. Das gibt's doch nicht. Das regt mich gerade so auf, Leute. Das gibt's doch nicht. Oh, hätte ich mal geschildert, ne? Einfach schilden. Regt mich gerade richtig auf. Dass der auch für Kraftkoloss geht und nicht auf Drachenklaue. Oh, ich hasse Dragoran ab sofort, ne? Komm, positives Set. Ich schaff's aber auch nicht, seinen komischen Drachenklaue oder Kraftkoloss einfach abzufangen, ne? So, zwei Attacken noch. Eins und zwei. Jetzt wieder nicht. Ja, Magnezone ist nicht schlimm. Du gehst sogar auf die Attacke. Warum? Ja, das bringt dir aber nichts. Außer dass der Angriff sinkt, ja. Wir gehen jetzt erstmal auf Nassschweif. Ich hätte wahrscheinlich zuerst auf Knöscher gehen sollen, weil wenn ich jetzt die Senko kriege, hätte ich Magnezone vielleicht besiegt. Wobei ich will ihn gar nicht besiegen, ne? Ich will ja auf Aquahobitzen. Jo, mach, hau rein. Spiegelsalve macht hier eh nichts. Leider kriegst du immer die Senkung. Stromfluss ist jetzt nicht so schmerzhaft, finde ich. Ich lasse durch. Weil Aquahubitz haben wir noch. Und jetzt schilde ich diesmal. Könnte ein Fehler sein. Weiß ich. Ah, come on. Ich hasse es. Ich verliere es. Ich verliere es, glaube ich, ne? Ich verliere es einfach, Leute. Ich müsste schon abfangen, um das zu gewinnen, aber. Gott sei Dank. Ja, ich kann aber nicht rüber. Oh, ich kann nicht rüber. Aber ich krieg den Steinhagel noch hin. Gott sei Dank. Gut, dass ich den Ladeattack-Leistand gewonnen habe. Holy Macaroni, war das zu knapp. Gegen Sumpex hätte er wahrscheinlich eine Attacke gehabt. Also insgesamt habe ich dann heute Plus gemacht, was schön ist.
Aber mit diesem Team muss ich erstmal hier klarkommen. Ich will das hier zu meinem Legend-Team auf jeden Fall machen. Wir kriegen erstmal einen Gastella. Hauptsache mit XL. Hoffe ich. Ja, ein XL. Ja. Da will ich noch irgendwann mal eins mit guten IV haben. Ja, insgesamt heute plus gegangen. Also wir sind immer noch bei über 2,8. Das sollte das letzte Set heute gewesen sein. Ja. Jo, und für die Folge sollte das gewesen sein. Haut rein, bis nächstes Mal. Ciao.